So, hole ich erstmal dieser Los Santos Flugschule hier. Wenn euch das gefällt, hinterlasst mir gerne ein Like, wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. Geschweige denn einen Kommentar für den Algorithmus, würde ich mich natürlich mega, mega, mega freuen. Weil, ja. So, und jetzt? Bin ich hier. Okay, es wird jetzt heruntergeladen. Aber warum soll ich jetzt umgerechnet die Sachen jetzt hier machen? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich versuche ja nur jetzt hier letztendlich Flugzeuge im Einkaufspreis zu bekommen. Meine ich? Nee. Formation, das habe ich ja alles gemacht. Nee, das habe ich alles gemacht. Formationsflug. Wieso sagt er mir, ich soll Paraflug machen, Dingsbums da hier. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was schütze dich auf dieser Woche Maschinenabenteuer geht dahin. Verkaufsmission, nutze zahlreiche Biker-Rabatte und sichere dir dreifach Belohnungen für die Clubhaus-Mission. Dreifach Geld. Das ist immer ein ordentlicher, saftiger Haken, ey. Dreifach Geld auf die Clubhaus-Missionen. Na, da weißt du auf jeden Fall gleich, Könnte was. sogar, so ich habe das mal jetzt nachgeforscht, ne? Ich kann dir sagen, ich kann dir jetzt genau sagen, welche Fahrzeuge billiger bzw. teurer gemacht worden sind, Okay. wenn du Bock drauf hast. Also billiger geworden sind der gepanzerte Boxwill, der Chernobog, der Ruina 2000, wie du gesagt hast. Der Thruster ist billiger geworden tatsächlich. Wusste ich nicht. Die Tula ist auch ein Wasserflugzeug gewesen. Billiger. Stromberg ist billiger. Die normale Oppressor ist billiger und die Bombuschka ist billiger. Teurer geworden sind Akula, Granger 3600 LX, Scramjet, Debuchy Champion, Deluxo, Oppressor MK2, Toreador und Nordtop für PS5. Okay. Das ist ja auf jeden Fall auch sehr interessant, das mal zu wissen. Aber ich habe das, wie gesagt, ja gar nicht mitbekommen gehabt, dass das Kram ja, dass die Sachen teurer, beispielsweise billiger geworden sind. So, aber ich frage mich jetzt gerade, wo kriege ich jetzt, aber erstmal Dankeschön auf jeden Fall der Information, wo kriege ich jetzt aber die Sachen her? Jo. Also, ich spreche Sind halt ein die bisschen Sachen für den angepasst. Einkaufspreis. Ich bin noch da, sehr schön, dass du noch da bist. Ich überlege auch gerade. Einfach Wolf, weißt du, wie ich die Sachen in Einkaufspreis bekommen kann? Was zumindest jetzt hier das Flugzeug und so angeht. Da steht ja die ganze Zeit da. Ich soll hier in dem Fall, wenn ich den Einkaufspreis haben will, soll ich den Parateflug ab, um dann ein. Schließe Parateflug ab. Ja, aber von wo? Den gibt es doch so gesehen, offiziell gesehen, gar nicht in der Flugschule und so Blödsinn. Also, ihr könnt mir jetzt so darunter vorstellen, dass es in der Flugschule sein soll. Anders kann ich mir das jetzt vielleicht gar nicht vorstellen, irgendwie. So, warte mal, was wollte ich noch Dann machen? Andreas Flugschule. Ja, da gab Was doch. macht das? Hä? Da war ich doch gerade drin gewesen, da gab es doch gar keinen Paraflug, oder? Bin ich jetzt besoffen. Warte, ich guck mal. Ich war gerade eben in der Flugschule drin gewesen, da war doch gar kein Paraflug. Toll, es ist die Sitzung auch gerammelt, Vollraten. Außenloop wegen Triebwerksausfall. Ich mach mal eine neue Sitzung. Erfolgen. Start, Fahren, Zielen, Formation, Flug, Schießparcours, Bodennah, Flug, Schlangen aufsammeln, Leitmaschine folgen. Ne, gibt's nicht, gibt's nicht. Hast du eh Siehst richtig du? gesehen? Siehst du? Ja. Deswegen frage ich mich gerade, wo dieses Paraflug sein soll. Keine Ahnung. Damit kenne ich mich selbst zu so wenig aus. Oder kann Leider. gut, was es vielleicht auch sein kann, dass es irgendwo bei Jobs als Mission vielleicht drin ist oder so. Keine Ahnung.
Das ist natürlich nochmal eine Sache, die wäre nochmal sehr, sehr interessant. Weil habe ja auch so einige Anfragen wegen Nachtclub bekommen. Da muss, ach, Nachtclub, ja auch Nachtclub. Motorrad, nee, Motorrad, Autowerkstatt und sowas. Da muss ich auch nochmal gucken, dass ich da demnächst nochmal nachhake und dann nochmal ein bisschen was recherchiere und gucke, wie ich was machen kann, dass ich da die Fragen noch beantworten kann. Bitte, ja, ein bisschen mal machen, Da hat Lorient. mich einer pulverisiert. Was ist das für ein Eierschädel? Mal wieder eine 21er Lobby. Ich gehe gleich mal in eine geschlossene Freundessitzung. Ihr müsstet mir jetzt nachjoinen können. Und wir haben jetzt eine Weile gezockt. Müsstet ihr jetzt Jo, theoretischerweise mir ja hinterherjoinen sicher. können. Was gucke ich nochmal? Ach, jetzt steht auf einmal auch da Freunde. Und so. Aha, sehr interessant. Aber wo kann ich das Aha. jetzt machen? Paraflug, warte mal, da gucke ich jetzt erstmal bei Jobs. Muss hier irgendwo hier. Vielleicht Oder wir bei. machen so dritt Privat-Tuning-Treffen. Das wäre. Könnte man auch Das wäre machen. es echt jetzt. Paraflug. Dass das vielleicht hier doch irgendwo vielleicht als Mission oder sowas drin ist. Sturzflug, Gummi, Drehwurm. Ah, das ist ja ein Stunt-Rennen. Also ich glaube nicht, dass das. Ist das vielleicht als Mission? Ist das jetzt Mission drin ist vielleicht? Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Oder es Abreise. ist, heißt irgendwie unter Fallschirmsprünge, vielleicht Paragliden. Oder? Nee, Paraflug heißt das. Weil, ja, Paraflug, hört sich für mich so an, wie als wäre das ein Fallschirmsprung, so ein Paraflug. Nee, Keine Ahnung. dann hätte das da aber bei der Los Santos-Geschichte mit drunter gestanden. Keine Ahnung. Das wäre mal sehr interessant, das herauszufinden. So wäre es sonst noch am Start, meine lieben Freunde. Gerne mal in die Kommentare. Probiere es einfach mal aus. Wo ist denn hier Eingang? Probiere ich das mal aus und dann würde ich mal schnell in mein Dings gehen und da. Ich wollte doch noch ein paar andere Missionen machen irgendwie. Aber ich werde, ich Jobs, merke auch gerade, dass ich erstellen. langsam müde werde. Unbox erstellen. Wie hast du gesagt, heißt das? Paraflug. Paraflug. Ja, Fallschirmsprung ist es auch nicht, hast du auch recht. Deswegen sage ich ja, das ist schon irgendwie eigenartig. Ich weiß nicht, welcher Job das ist. Ach. Gut, schließe Paraflug ab. Hört sich für mich an wie so ein Auftrag oder sowas. Hä? Wobei ich das jetzt aber auch nicht so hundertprozentig glaube.
Pathfinder. So. Einmal geht's noch. Spiel beidrehen. Das leitet dich kurz zu einer Mission ein, da kann dir das dann zeigen, okay? Hä? Was für eine Mission? Ja, die Einladung ist weg. Wait, ich join noch. Möchte auch rein. Kann ich gleich Ach, Paraflug, das Mission, Trio. guck. Echt Paraflugmission? Ist eine Mission. Ach, komisch. Ich war da aber gerade bei Mission drinne. Wieso habe ich das nicht gefunden? Jetzt ist es so komisch, ey. Lol. Über Avenger habe ich den Mission. Ach so. Okay. Ah, Avenger. Na gut, dann, na gut, gut, Oh, stimmt. dann ist das einer von diesen neuen Avenger-Missionen. Ja, da kann, ich hatte da auch Oh. irgendwas den einen Tag gelesen mit Avenger, dass ich die Flugskills irgendwie auf Ja. Vordermann bringen soll oder sowas, wurde mir mal angezeigt. Das war, habe ich glaube über Insta gesehen gehabt. Paradeflug. So. Ja. Stimmt. Ja, das ist natürlich. Genau, stimmt. Das ist ja wie in der mobilen Kommandozentrale. Da waren ja auch Missionen drin. Na, aber das mit den Avenger-Missionen sind die neuesten eigentlich. Ja, wo finde ich die dann? Deswegen. Da musst du mit diesem Charlie da, ne? Steht ja, dass die Mission von diesem so einem Charlie ist, Kontakt aufnehmen Ah, hier diese und 10 Missionen, die dann habe ich musst bei du mir ein noch drauf. Modul, in deiner Avenger installieren für Okay. eine Mille, glaube ich, für über eine Mille. Und dann, ja, das machen. Ja, trotzdem, ist aber trotzdem immer interessant. Auf jeden Fall Dankeschön für die Information. Und du kannst die Avenger in den Hangar fliegen. Da musst du sie auch upgraden. Na gut, das habe ich, glaube ich, bis jetzt noch gar nicht gemacht mit der Avenger. Die da irgendwo hingeflogen und so. Jetzt bekommen wir die Raichus. Das ist immer geil. Da habe ich wieder schönes Videomaterial auf jeden Fall. Boah. Ja, der neueste Fighter Jet. Hydra, sichtbar, unsichtbar. Raketen, ungelenkt, Spreng-MG. Alles Mögliche. Was benutze L, das Viehzeug zu lenken. Oh, Hey! what? Was war das? Hä? What? Hä? Hä? Bist du jetzt gestorben? Wir sind nur so. Hä? Was? Hä? Bist du jetzt gestorben oder was? Wir sind nur so nebenbei geflogen. Hä? Was war das? Jetzt muss ich mal ganz Hä? kurz hier in den Einstellungen kurz was gucken. Nee. Mein Gott, plötzlich, ja, wir haben uns nur minimal in der Luft berührt und waren schon down. Also das ist traurig. Na gut, wenn man die upgradet, ist das sowieso besser. Aber trotzdem. What the hell, einfach nur. Hä? Er sagt L3. Ach, jetzt so. Ja, das ist eine verbesserte Laser. Ist das Ding fast aus. Alter, das Ding geht hier ab. Leck mich am Arsch. Jo, wir müssen durch den Canyon.
Das Ding ist vor allen Dingen auch extrem wendig, wenn man das jetzt mal so sagen darf. What the Dafür fuck? wurde die Laser eh schlechter gemacht. Ja, die hat, glaube ich, irgendwie nutzt es einen Tarnmodus. Will ich denn jetzt? Ja, Nutze ich denn? dadurch. Ging der nochmal an? Da kurz nach rechts. Einmal drücken. Mir hat er kein. Achso, jetzt habe ich es gesehen. Yes, die Competition, los geht's. Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja, beim Drehen habe ich aus Versehen jetzt. Lol. Was hast du gemacht, damit du so viele Punkte hast? Keine Ahnung. Ach, du hast. Machst du? Oder was? Einfach nur, du solltest ja einfach nur ein paar Rollen und Loopings und Kram machen. Ja, ey. AR-Ziele. AR-Training aktiviert. Hä? Und das jetzt? Zerstöre die AR-Ziele, um Punkte zu sammeln. Goldene Ziele 10 Punkte. Hä, wo sind die denn? Und was soll ich denn zerstören? Wo sind? Bin ich jetzt so hoch oder was? Ich bin zu hoch einfach. Dass man den Tambo oder so draus machen. Spreng-MG, Alter. Hab ich doch gesagt, das ist gefühlt eine neue Laser. Das Teil. Das Teil geht auch. Oh, finde ich cool, dass sie das so gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut. Da lernst du auch gleich mit dem Ding umzugehen. Das ist ja geil. Warum hast du schon so viele Punkte, Alter? Weil ich zweimal die Goldenen eingesammelt habe. Was sind die Also denn? schon zweimal, also die Goldenen geben 10 Punkte, die Roten geben 5 Punkte und so weiter. Ah, da habe ich kurz noch was gesehen. Hab das Goldene nicht erwischt. Scheiße. Ah, ich hab's aber. GG. Ah, jetzt bewegen sie sich. Ziele. Macht gerade voll Bock irgendwie, muss ich ganz ernsthaft sagen. Wer ist noch alles am Start, Leute? Schreibt dann gerne was in die Kommentare rein.
Waffeln. Den. Wir sind gerade mal einen Punkt Unterschied, gell? Das. Ja, geil irgendwie. Mann, das ist doch Kacke hier. Und hier ist man diesen blöden anderen Modus rein hier aus Versehen. Zweiter Platz. Naja, ist auch nicht so schlimm. Das war auf jeden Fall geil. Nur dass ich mir jetzt schon ein bisschen nervt, ich komme manchmal in den anderen Modus rein. Und in diesen Schwebemodus dann wieder. Weil ich dann zu stark drücke. Wir jetzt mal landen oder was? Ne. Also wir sollten zurückfliegen, aber jetzt kommt Meriwether. Achso. Da geh ich schon ein bisschen in die Höhe. Ja, musst du aufpassen, die kommen dann mit Jets und so. So, ich fliege zum Hangar zurück. Ah, es kommt die Musik her, ich sehe es gerade. Perfekte Zielscheibe gerade, ne? Mhm. Das Cockpit von NA sieht ja geil aus. Nee. Sieh denn. Ich bin nämlich gerade in der Innenperspektive hier. Bin ich zu. Ich glaube, ich bin zu hoch wieder. Wow, meine Rakete hat verfehlt. Hä, wo sind denn die? Ich sehe die gar nicht. Hä? Wo sind denn die? Sind die zu tief oder was? Ne, sind sie nicht. Sind gerade so auf mittlerer Tiefe, aber trotzdem, ey. Ja, ich sehe gar keinen gerade. Ja, die Raketen sind so schlecht. Scheiße. Ja, ich kann. Was die und Spreng im MG angeht, ist echt beschiss. Hä? Ist hier gerade Kacke? Wow. Was denn? What the hell? Achtung, das sind Fighter-Jets. Na, ich. Achso, ich hab sie doch schon mitgekriegt, glaub. Oder? Irgendwas? Ja, es sind Fighter. Weiter, Jets. Das bist du. Toll. Ah, oder nein. Das sind Helis. Trotzdem. Ja. Ja, ey, ich flieg nur die ganze Zeit immer durch in diese Scheiße rein. Nein. Kein Bock. Komm. Crash Pilot 0301 hier wieder mit am Start hier oder was? Gott, ey. Ja, aufpassen. Schon so dumm und schon zu müde um zu fliegen gefühlt. Du oder was? Ich hieß ja, bin tot. Weil ich zweimal in irgendeinen Drecksheli reingeflogen bin, obwohl ich den abschießen wollte. Ah. Achtung. Boah, das war knapp. Ja, ich komme jedes Mal in diesen blöden Modus rein hier. Na, das ist wegen dieser neuen Luftsteuerung, die ist so scheiße. Du musst einmal quasi den Button zum Lenken einfach nur mal
zu sehr reindrücken und plötzlich bist du schon im anderen Modus drin. Ja, hier, da unten. Mal auf größeren Abstand fliegen hier. Oh, da ist noch ein Avenger, ja, sehe ich gerade. Mhm. Wer ist er denn? Oh. Ach, da unten. Oh, boah, ist knapp.